eine Säule. Sie besteht aus mehreren Teilen. Das obere Ende einer Säule nennt man Kapitell. Das kommt vom lateinischen Wort für Kopf, caput, meint also so viel wie Köpfchen. Das Kapitell ist das interessanteste Stück an der ganzen Säule, denn es kann ganz verschieden gestaltet sein und verrät uns eine Menge über die Entstehungszeit oder den Entstehungsort einer Säule. In der antiken griechischen Architektur folgt der Aufbau einer Säule strengen Regeln. Besonders leicht sind die unterschiedlichen Säulenordnungen am Kapitell zu erkennen. Das dorische Kapitell ist schlicht und besteht aus Echinus und Abakus. Das ionische Kapitell schmückt ein Ornamentband, der Eierstab. Heißt so, weil das auffallendste Element oval ist, wie ein Ei. Das Polster darüber, das Pulvinum, rollt sich ein und bildet Schnecken, die Voluten. Das korinthische Kapitell erkennt man leicht durch die markanten Akanthusblätter. Der Kapitellkörper wird aus einem Kelch gebildet, dem Kalatos. Aus dem Kalatos steigen Akanthusblätter auf. Diese Blätter sind in zwei Reihen versetzt angeordnet. Aus der oberen Blattreihe entspringen auf jeder Seite zwei Kaules. Aus den Kaules öffnen sich oben sogenannte Hüllkelche. Aus diesen Hüllkelchen wachsen zwei Stängel. Beide rollen sich ein und bilden Schnecken. Die innere, kleinere nennt man Helix, die größere außen Volute. An den Ecken stützen sie den Abakus. In der Mitte jeder Seite wächst die Abakusblüte. Im Gegensatz zu den ionischen Kapitellen ist das korinthische Kapitell also allansichtig. Es sieht von allen vier Seiten einfach super aus. In römischer Zeit wurden die drei Säulenordnungen übernommen und weiterentwickelt. In der Kompositordnung wurden Elemente unterschiedlicher Ordnung miteinander verbunden, auch in den Kapitellen. Das Kompositkapitell ist eine Kombination aus ionischem und korinthischem Kapitell. Schnecke meets Akanthus. In spätantiker Zeit werden die aus der griechischen und römischen Antike kommenden Kapitelle weiterentwickelt. Es kommen ganz viele unterschiedliche Kapitelltypen in Mode. Viele dieser neuen Ideen entstanden im 5. und 6. Jahrhundert in der neuen Hauptstadt des Oströmischen Reiches, in Konstantinopel. Für das korinthische Kapitell wird jetzt der Blattschnitt total wichtig. Es entstehen ganz viele Varianten. 1936 hat der Kunsthistoriker Rudolf Kautsch die Terminologie erfunden, die wir auch heute noch benutzen. Die Methode hat er sich bei seinem Kollegen Heinrich Wölfflin abgeguckt, das Formulieren von Gegensatzpaaren. Deshalb kann man sich diese Begriffe auch voll gut merken. Man unterscheidet den starrzackigen und den weichzackigen, den großgezackten und den kleingezackten Akanthus. Bei den Kapitellen mit starrzackigem, großgezacktem und kleingezacktem Akanthus berühren sich die Spitzen der Blätter. Dadurch entstehen hell-dunkle Rautenmuster auf dem Kapitellkörper. Dann gibt es noch den fein gezahnten Akanthus. Die Ränder der Blätter sehen aus wie lauter kleine Zähnchen. Akanthusblätter gibt es aber auch mit richtig viel Bewegung. Das sieht dann aus, als würde der Wind die Blätter zur Seite wehen. Wehen alle Blätter eines Blattkranzes in dieselbe Richtung, nennt man das windbewegt. Wehen sie in verschiedene Richtungen, heißt es Schmetterlingsakanthus, weil sich die Blätter öffnen wie die Flügel eines Schmetterlings. Es gibt aber noch ganz viele andere Typen von Kapitellen. Das sogenannte Zwei-Zonen-Kapitell besteht aus einer oberen und einer unteren Zone. Die untere Zone bildet zumeist Akanthusblätter oder einen Korb. In der oberen Zone sind Tierprotome, zum Beispiel Widder, Löwen und Vögel zu sehen. Besonders wichtig werden nun das Kapitell mit Kämpfer und das Kämpferkapitell. In der spätantiken Architektur sind Bogenreihen total in. Um das Kapitell zu entlasten, setzt man ein Auflager zwischen Kapitell und Bogen, dem Kämpfer. Dieser kann mit Dekor versehen werden, zum Beispiel mit Monogrammen. Ab dem 6. Jahrhundert kommt das Kämpferkapitell in Mode. Das Kämpferkapitell ist unten rund wie die Säule und wird oben eckig wie die Deckplatte. Kämpferkapitelle können auch gefaltet werden, dann nennt man sie Faltkapitelle. Oder mit Motiven versehen werden, zum Beispiel mit Füllhörnern. Also, es gibt einfach total viele unterschiedliche Arten, Kapitelle zu gestalten. In den klassischen Säulenordnungen folgt der Aufbau der Kapitelle strengen Regeln. Dorische Kapitelle sind schlicht. Ionische Kapitelle haben Eierstab und Voluten. Korinthische Kapitelle Akanthusblätter. In der spätantiken Zeit kommen unterschiedliche Akanthusformen, Zwei-Zonen-Kapitelle und Kämpferkapitelle schwer in Mode.